Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum zweiten Teil der kleinen Webinarreihe Wichtige Grundlagen zum Futures-Handel bzw. Futures Trading bei FX Flat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich mache mit Ihnen heute zusammen, selbstverständlich wieder mit Martin Görsch, und freue mich, dass er auch zum zweiten Teil wieder für uns zur Verfügung steht, das heutige Webinar. Und ja, begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und bevor wir tatsächlich starten, müssen wir natürlich einmal den Risikohinweis uns gemeinsam anschauen. Auch dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, denn Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, das ist wirklich sehr wichtig. Gut, dann genau, seit dem ersten Teil hat sich etwas verändert, und zwar gibt es bei FX Let jetzt auch die CME Futures. Ich möchte ganz kurz nur Ihnen kurz zeigen, wo Sie das finden, beziehungsweise ich zeige Ihnen mal direkt die neuen Futures. Da wird der Martin sicherlich auch noch mal darauf eingehen. Und wir haben auch die neuen Mikro Futures auch im Portfolio, können Sie auch bei uns handeln. Alle Links werde ich gleich in den Chat kopieren und können sich dann alles in Ruhe anschauen. Okay. Dann Martin, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche natürlich viel Spaß heute und ja, wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Ja, prima, vielen Dank. Dann muss ich jetzt hier gerade nur den richtigen Bildschirm finden. Das sollte dieser sein. Ja. Ja, da müsste jetzt meine Wenigkeit zu sehen sein. Hat sich nicht viel verändert zum letzten Mal. Ich bin leider nicht hübscher geworden, aber wie dem auch sei, freue ich mich, dass trotzdem so wieder so viele dabei sind. Recht herzlichen Dank hier noch an FX Flat natürlich, dass ich die Möglichkeit habe, hier ein bisschen was zu erzählen. Finde ich ganz toll. Ich werde mir die Einführung zu meiner Person heute sparen. Das hatten wir das letzte Mal schon. Ich glaube, die meisten werden auch wissen, wer ich bin, warum ich hier quasi das Recht habe, über Futures ein bisschen was zu erzählen beim Broker. Aber natürlich auch von meiner Seite hier nochmal ganz kurz ein Risikohinweis. Ja, das ist eben somit das Wichtigste überhaupt im Trading-Bereich und insbesondere auch im Future-Trading, dass man die Risiken versteht, dass man weiß, worum es da geht. Future-Handel prinzipiell nachschusspflichtig, also von daher ist hier besonders viel Vorsicht geboten beim Trading. Interessenkonflikte, ganz klar, das, was wir uns vielleicht hier heute an Charts noch anschauen. Ich werde nachher auch noch mal kurz in die Plattform direkt reingehen. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass ich in einigen der Märkte, die wir hier uns anschauen, momentan auch selber Positionen halte. Das bitte ich auch immer mit zu berücksichtigen. Okay, der Nelson hat es gerade schon gesagt, zweiter Teil heute. Die ersten drei Bereiche haben wir im ersten Teil schon abgearbeitet. Wer das nicht gesehen haben sollte, das ist bei FX Flat auch in den Aufzeichnungen unter dem Punkt Training auf der Seite bestimmt zu finden. Genau. Also ja, prima. Also wer es noch nicht gesehen hat, kann sich das dann im Nachgang da auch gerne nochmal anschauen. Was machen wir heute? Wir werden uns heute kurz ein bisschen beschäftigen mit Volumen und Open Interest, denn Open Interest und eben auch das tatsächliche Volumen ist etwas, was wir jetzt nur im Future-Bereich haben. Ein richtiges CFD-Volumen gibt es nicht so wirklich. Und wir wollen ja heute auch mal ein bisschen die Unterschiede zwischen dem CFD und dem Future rausarbeiten, da viele von euch, ich bin mal wieder so frei und bleib beim Trader du. Ich verhaspel mich sonst sowieso immer zwischen dem Sie und dem Du. Das Du ist bei uns unter Tradern einfach normal. Deswegen bin ich so frech und bleib jetzt einfach mal dabei. Also da die meisten von euch sicherlich im CFD-Bereich schon getradet haben hier bei FX Flat und der Future-Bereich für viele bestimmt noch relativ neu ist, ist insbesondere dieses ganze Feld Volumen und Open Interest sehr, sehr wichtig. Ja, Open Interest ist etwas, was es nur beim Future gibt. Volumen gibt es auch bei Aktien, aber da werden wir gleich ein bisschen drauf eingehen, was das Ganze ist. Dann schauen wir uns den Bereich Marge und Leverage an, denn spätestens seit ESMA sind oder seit den neuen ESMA-Regeln sind die Hebel auf CFDs ja doch arg begrenzt worden. Es sei denn, man hat einen Professional-Status, dann ist da immer noch ein bisschen mehr möglich. Ich werde dann einfach mal ein bisschen zeigen an zwei, drei Beispielen, wie denn
die Hebel auf die Futures überhaupt aussehen, damit man ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, warum professionelle Trader eigentlich Futures handeln. Und dann werden wir uns auch noch mal intensiver mit dem beschäftigen, was der Nelson gerade schon gezeigt hat, nämlich die Futures, die bei FX Flat überhaupt handelbar sind. Und da müssen wir uns auch anschauen, es ist für einen aktiven Trader nicht so, dass jeder Kontrakt, der an der Eurex oder jetzt auch an der CME angeboten wird, tatsächlich zum Traden geeignet ist. Und auch da werden wir schauen, wie ihr nachher eine Möglichkeit habt, festzustellen, welche Märkte für euch geeignet sind und welche vielleicht eher nicht. Dieser Punkt Futures im MetaTrader 5, der Punkt 7, ich denke, das werden wir zwischendurch immer einfach mal mit reinschieben. Das wäre, wenn es denn gerade wichtig ist und dazu passt, dass wir dann einfach mal in den MT5 reinschauen und mal sehen, wie der ganze Futures-Handel da aufgebaut ist. So, grundsätzlich noch, ich habe das Fragenfeld hier offen. Ich arbeite hier mit mehreren Bildschirmen. Auf einem Bildschirm ist das Fragenfeld. Wenn also Fragen sind, bitte gerne rein in den Chatbereich, in die Fragen. Ja, Kerstin, schönen guten Abend auch. Die Kerstin wünscht einen schönen guten Abend an die Herren. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass wir hier überwiegend Herren in der Runde sind, aber umso schöner ist es, dass wir hier auch die ein oder andere weibliche Ausnahme drin haben. Okay, starten wir mit dem Bereich Volumen und Open Interest. Ich habe hier einfach mal einen Screenshot reingezogen aus der Eurex, von der Website der Eurex. Die Eurex ist die Börse, an der die deutschen und europäischen Futures getradet werden. Da habe ich hier einen Screenshot vom 14. Mai und zwar vom Mini-DAX, also von dem kleinen DAX-Future. Der Screenshot ist von 17:40 Uhr. Das heißt, da war der Handelstag noch nicht vorbei, aber das Hauptvolumen war quasi schon durch. Das gucken wir uns auch gleich noch an, wann, zu welchen Zeiten wir in den Märkten das hauptsächliche Volumen finden. Und da haben wir hier zwei rot markierte Felder. Auf der linken Seite haben wir das sogenannte Cumulative Volume. Das ist also das Volumen, was innerhalb des Tages schon abgehandelt worden ist. Und auf der rechten Seite haben wir das Open Interest. Und das Open Interest ist hier deutlich kleiner als das Volumen. Ja, das ist das Erste, was uns hier auffällt. Das Zweite, was uns auffällt, ist im September-Kontrakt ist das Open Interest hier ungefähr dreimal so groß wie das Volumen, das gehandelte. Ja, und das hat einen Grund. Und der Grund liegt in der Erklärung, was überhaupt das Volumen ist und was das Open Interest ist. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Also, Open Interest, frei übersetzt offenes Interesse, bezeichnet die Anzahl aller zu einem gegebenen Zeitpunkt ausstehenden, also offenen Terminkontraktgeschäfte eines Marktes. Also im Prinzip alle Geschäfte, die momentan noch nicht geschlossen worden sind, indem sie entweder durch eine Gegenorder glattgestellt worden sind oder eben eine physische Lieferung oder ein Barausgleich auf dem Terminkontraktgeschäft erfolgt ist. Ja, das sind also alle Futures-Kontrakte, die momentan noch irgendwo bei irgendeinem Trader im Buch der offenen Positionen drinstehen. Ja, das ist das Open Interest. Und zwar wird das gemessen zum Ende des Tages. Ja, wenn wir also uns eine grafische Darstellung vom Open Interest anschauen, dann wird uns immer angezeigt, was quasi von gestern auf heute am Markt geöffnet war. Das Volumen dagegen, übersetzt mit Transaktionsmenge, ja, wird auch bezeichnet als Handelsvolumen. Unter Volumen versteht man die Anzahl der gehandelten, verbindlich abgeschlossenen Terminkontrakte in einem Future-Markt und zwar kumuliert auf eine bestimmte, jeweilig in Betracht gezogene Zeitperiode. Ja, das kann also sein, wir schauen uns an das gehandelte Volumen innerhalb von 5 Minuten oder das gehandelte Volumen innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines Tages und so weiter. Ja, Volumen ist jetzt allerdings ein Begriff, der auch verwendet wird, um zu beschreiben, wie groß eine abgehandelte Order war. Entweder von einem Marktteilnehmer oder von mehreren Marktteilnehmern kombiniert. Also wie viel Volumen zum Beispiel auf einem Preis entstanden ist, auf einem bestimmten Preislevel. Ja, das sind dann Dinge, die man, wenn man mit Volumendarstellungen im Chart arbeitet, die man sich dann entsprechend auch im Chart anzeigen lassen kann. Und da sieht man dann auf der Höhe, auf dem Level der einzelnen Preise,
wie viele Kontrakte da abgearbeitet worden sind. Das Ganze nennt sich dann Volume Profile. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, das sind diese Balken, die entweder von links oder von rechts seitlich in den Chart reinragen und die zeigen einfach an, wie viel Volumen auf dem einzelnen Preislevel gehandelt wird. Das, was wir uns klassischerweise anschauen, ist eben Volumen nicht über Preislevel, sondern Volumen über Zeit. Ja, ich habe das hier jetzt einfach mal aus einem Future Screenshot vom großen Goldkontrakt rausgeholt. Da haben wir hier im oberen Bereich das Volumen angezeigt. Ja, das sind also diese roten und grünen laufenden Kerzen. Die zeigen an, wie viele Kontrakte hier innerhalb einer Woche abgearbeitet worden ist. Ich hole mal kurz mein Zeichentool hier rein, dann kann ich auch ein bisschen was auf dem Chart direkt noch zeigen. Wir sehen einmal hier, dass wir uns in einem Wochenchart befinden. Das heißt, eine Kerze, eine dieser Candlesticks, die hier auf dem Chart abgebildet sind, repräsentieren die Preisbewegung einer gesamten Woche. Und genauso repräsentieren diese Bars, diese Balken, die hier im Volumenbereich entstehen, das Volumen, das innerhalb einer Woche abgehandelt worden ist. Ja. Im unteren Bereich, ja, sehen wir das Open Interest. Das ist dieser grafische Verlauf, der hier angezeigt wird. Und dieses Open Interest zeigt uns eben immer an, wie viele Kontrakte gerade aktuell geöffnet sind. Ja. Und jetzt muss man halt ein bisschen aufpassen. Volumen und Open Interest sind nicht identisch. Ja, jetzt hier ist eine Frage reingekommen, ob es im MT5 oder sonst irgendwo die Möglichkeit gibt, das Open Interest laufend zu sehen. Und wenn nicht, dann eben täglich. Ja, man findet das Open Interest immer auf der Seite der entsprechenden Börse, an der die Produkte gehandelt werden. Ich kann gerade mal kurz schauen, ob ich das hier auf die Schnelle finde. Ich habe für sowas eigentlich immer meine Schnelltasten hier drin. Volume. So, ich habe das jetzt hier einfach mal von der CME geholt, vom S&P 500. Und da kann man sich das hier anschauen. Ja, da haben wir jetzt hier aktuell den Juni-Kontrakt und da sehen wir hier das Open Interest, was heute hier offen ist. Das sind 2,57 Millionen Kontrakte und hier haben wir auch gleich den Wechsel drauf. Ich bin etwas überfragt, ehrlich gesagt, ob man sich das im MT5 anzeigen lassen kann. Man kann sich im MT5 definitiv das Volumen anzeigen lassen. Das Open Interest bin ich überfragt. Vielleicht weiß der Nelson das, keine Ahnung. Ich weiß es Also leider nicht. standardmäßig geht das nicht. Nee, ne? Also ich arbeite auch relativ neu mit dem MT5. Ich handle zum ersten Mal Futures mit dem MT5, seit es das Ganze jetzt bei FX Flat gibt. Deswegen bin ich auch nicht so Metatrader-firm. Aber Es es kann gibt. sein, die sind ja sehr kreativ, die Community, dass irgendeiner mal Indikator geschrieben hat, die Daten von woanders herholt und das Ganze im MetaTrader anzeigt, aber ist mir nicht bekannt. Ja, okay. Aber prinzipiell findet man das, wenn man das Day-to-Day beobachten will, findet man das immer an den entsprechenden Börsen. Wir haben es hier an der CME Group und der Screenshot, den ich hier ja eben drin hatte, ein bisschen weiter hier hinten, der hier, der kommt ja direkt von der Eurex. Hier unten steht auch der Link, ja, also an der Eurex Change unter Products und dann findet man das Ganze für die entsprechenden Eurex-Produkte. Da steht ja dann hier auch immer das Open Interest. Das findet man auch von Tag zu Tag dann aktualisiert. Also man hat schon eine Möglichkeit, sich das Day-to-Day ohne große Probleme anzuschauen. Und je nachdem, wie viele Märkte man handelt, ist das jetzt auch nicht so aufwendig. Ja, es gibt aber auch Handelsprogramme, die können das darstellen, aber mit MT5. Wie gesagt, wahrscheinlich gibt es wirklich irgendwo einen Indikator, den man sich runterladen kann. Ich habe bis jetzt noch nichts nicht gefunden in der MetaTrader-Community, was ich gesucht habe. Anscheinend ist das eine Open-Source-Variante, dass da viele Trader Dinge reinprogrammieren, die man dann ganz sinnvoll verwenden kann. Dieses Volumen und das Open Interest, die stehen im Zusammenhang miteinander.
Und ich will einmal kurz beschreiben, wie das funktioniert. Das Open Interest ist also veränderbar von Tag zu Tag. Das haben wir ja gerade gesehen. Wir haben aktuell im S&P eine Veränderung von 1500 Kontrakten. Und das hängt einfach damit zusammen, dass das Open Interest steigen kann, wenn sich neue Käufer und neue Verkäufer zusammentun und eben gemeinsam eine Position eingehen am Future-Markt. Das ist ganz wichtig, denn es ist ein Unterschied zum CFD-Markt. Am Future-Markt braucht ihr für jede Position, die ihr eröffnen wollt, einen anderen Trader, der bereit ist, die Gegenposition einzunehmen. Ja, das heißt, für jeden Future, der long geöffnet ist, gibt es auch garantiert eine Counterpartei, die entsprechend short ist. Ja. Das bedeutet aber am Ende nichts anderes, als dass Future-Handel ein reines Nullsummenspiel ist. Ja, das ist nicht wie eine Aktie, wo einfach durch die geringe Anzahl der Aktien im Free Float, die gerade gehandelt werden, ja die Preisänderungen entstehen und dadurch kann Wertschöpfung entstehen für Trader, die einfach nur ihre Aktienpositionen halten. Und dadurch, dass der Kurs steigt, steigt der Wert ja für alle, die diese Aktie im Depot haben. Und das ist eine Wertschöpfung, die da stattfindet. Und sowas geht im Future nicht. Im Future gibt es keine Wertschöpfung. Futures Trading ist ein Nullsummenspiel. Was allerdings völlig anders ist als am Aktienmarkt, ist, dass die größte Gruppierung, die Futures tradet, nämlich die kommerziellen Hedger, die sich eben über Futures absichern, die gehen nicht mit einer Gewinnabsicht an den Markt. Denen ist es am Ende also völlig egal, ob die auf ihre Futures-Positionen Geld verdienen oder Geld verlieren, weil sie immer die Gegenseite zu ihrem Gewinn oder Verlust im Future-Markt, die verdienen sie oder verlieren sie eben entsprechend am Spot-Markt. Ja, für die ist das also überwiegend wertneutral und von daher hat man durchaus sehr, sehr gute Chancen, auch in diesem Nullsummenspiel Geld zu verdienen, weil die kleinere Gruppierung, die am Future-Markt unterwegs ist, nämlich die Trader, die einzigen sind, die mit einer Gewinnabsicht da unterwegs sind. Ja, und so gleicht sich das Ganze am Ende wieder aus. Also es ist so, zu jedem Käufer muss auf der anderen Seite ein Verkäufer gehören. Dementsprechend gehört zu jeder Long-Position auf der anderen Seite eine Short-Position. Und wenn sich jetzt, wie gesagt, zwei neue Händler zusammentun und eröffnen einen Future-Kontrakt gemeinsam, dann erhöht sich das Open Interest eben genau um diesen einen Kontrakt. Genauso gut kann es aber sein, dass zwei Händler, die schon am Markt sind, jeweils eine Position schließen, und zwar eine Long und eine Short. Ja, und wenn diese beiden diese Position schließen und niemand anders übernimmt die, dann verringert sich das Open Interest um einen Kontrakt. Ja, das sind also die beiden Varianten, die anhand von reellen Trades, die am Markt gemacht werden, dieses Open Interest entweder in die Positiv- oder in die Negativrichtung beeinflussen. Und jetzt gibt es noch eine dritte Variante. Ein alter Händler, der also eine offene, bestehende Position hat, übergibt diese Position an einen neuen Händler. Ja, dann geht also ein Händler aus dem Markt raus, ein neuer kommt in den Markt rein, jeweils mit einer Position, und das beeinflusst das Open Interest dann nicht. Dann findet zwar ein Geschäft am Markt statt, also das Volumen steigt, das Handelsvolumen steigt, denn es ist ein Kontrakt mehr umgesetzt worden. Dieser umgesetzte Kontrakt beeinflusst aber nicht das Open Interest. Ja, das ist ganz wichtig, das Ganze zu verstehen, wenn man sich diese Dinge dann im Indikator anschaut, dass man weiß, wo kommt das Ganze denn her und dass man auch mal versteht, was das Volumen überhaupt ist. Denn das Volumen ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte im Futures Trading. Ja, wenn ihr in einem kurzfristigen Chart unterwegs seid, 5 Minuten oder 15 Minuten, dann werdet ihr feststellen, dass ganz, ganz häufig im Bereich von Volumenspitzen, also da, wo das höchste Volumen des Tages stattgefunden hat, auch immer erstmal ein temporäres Hoch oder ein temporäres Tief entstanden ist. Das sind dann die Punkte der größten Umverteilung, wo also sehr viele Kontrakte in kurzer Zeit den Besitzer gewechselt haben und dann ist der Markt erstmal wieder bereinigt quasi. Ja, und wenn das in einer starken Abwärtsbewegung passiert, dann ist am Zeitpunkt des größten Volumens häufig diese Abwärtsbewegung erstmal beendet und wir sehen eine größere Korrektur. Ja, und schon alleine dafür ist es wichtig, hin und wieder mal aufs Volumen zu schauen. Ja, entweder wenn man auf einen Einstieg wartet
Oder auch wenn man eine offene Position hat und die vielleicht im Gewinn dann auch entsprechend mal glattstellen möchte. Ja. Okay. Der Eduard fragt, kann man sich aufgrund von Limit Iceberg und Limit Fake Orders auf das Open Interest verlassen? Ja, kann man, denn das Open Interest zählt wirklich nur alle derzeit tatsächlich geöffneten Kontrakte. Ja, da interessiert das überhaupt nicht, wie viele Kontrakte vielleicht noch irgendwo im Hintergrund als in Limit Orders liegen, die nicht einsehbar sind, denn im Open Interest sind nur tatsächlich geöffnete Kontrakte dargestellt. Und diese gesamten Kontrakte sind auch meldepflichtig. Ja, das heißt, jeder Future Trader, der im amerikanischen Markt unterwegs ist, wenn er eine bestimmte Positionsgröße überschreitet, muss seine Positionsgröße auch jeden Tag melden. Ja, und außerdem gibt es für jede Order ein Order-Ticket und am Ende des Tages weiß die Börse ganz genau, wie viele Kontrakte, wie viele Futures tatsächlich über den Tisch gegangen sind. Der Ulrich fragt, ob die Big Boys die Futures nur zum Hedgen der Spotmarktpositionen nutzen. Nein, natürlich nicht. Ja, also Futures werden genau wie Optionen von den großen Marktteilnehmern benutzt, um alles Mögliche zu machen. Ja, zum Beispiel im Weizenmarkt, um Ernteerträge abzusichern oder für große Fluggesellschaften im Kerosinmarkt, um Benzinpreise, Kaufpreise für Kerosin abzusichern. Also da gibt es alles Mögliche, was da an Absicherungspositionen läuft. Ja, es werden auch Absicherungen gehandelt gegen Schwankungen auf dem Währungsmarkt. Ja, auch das ist wichtig, ne, für Firmen, die in unterschiedlichen Währungen produzieren und bezahlt werden. Ja, also auch die müssen sich hedgen und das wird eben auch in diesen Terminmärkten gemacht. Aber ich sehe schon, wir haben doch einige hier mit dabei, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Das merkt man hier heute schon anhand der Qualität der Fragen, die da reinkommen. Ja. So, schauen wir uns kurz an, was wir für Informationen ziehen können aus der Veränderung des Open Interest. Ein steigendes Open Interest bedeutet prinzipiell, dass neues Geld in den Markt fließt. Ja, und wenn neues Geld in den Markt fließt, dann passiert das meistens, wohlgemerkt nicht immer, aber meistens in den Situationen, wo der aktuelle Trend sich weiter fortsetzt. Ja, das kann ein Aufwärtstrend sein, das kann aber auch ein Abwärtstrend sein. Das heißt, wenn wir einen bestehenden Trend haben unter einem steigenden Open Interest, dann haben wir gute Chancen, dass sich dieser Trend erstmal auch weiter fortsetzt. Rückgang der offenen Positionen, also ein kleiner werdendes Open Interest, ein fallendes Open Interest, bedeutet am Ende, dass der Markt sich langsam auflöst. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass der vorherrschende Trend demnächst beendet sein könnte. Ja, also eine Abflachung eines stetig wachsenden Open Interest nach einem anhaltenden Kursanstieg oder auch nach einem anhaltenden Kursabfall ist dann oft eine Frühwarnung, die uns darauf vorbereitet, dass entweder ein Aufwärtstrend oder eben ein Abwärtstrend vorbei sein könnten. Ja, jetzt haben wir uns ja gerade mal diesen Gold-Future da angeschaut im Wochenchart. Den habe ich jetzt hier nochmal drauf. Und wenn wir uns das hier anschauen, wir haben hier im unteren Bereich, so, ja, wir haben hier im unteren Bereich einmal den Verlauf des Open Interest und dann haben wir darunter den Verlauf des Volumens. Ja, beides wieder auf Wochensicht. Ja, das funktioniert aber am Ende in jeder Zeitebene ähnlich. Also auch auf dem Tageschart funktioniert das Ganze in einer ähnlichen Variante. Ja, und das, was hier passiert, ist, wir haben ein Open Interest an dieser Stelle. Ja, ein Open Interest, was hier erst stark steigt, ja, und dann hier einfach stagniert. Da steigt das Ganze nicht mehr weiter. Schauen wir uns das Volumen dazu an. Ja, das Volumen steigt ebenfalls. Ja, auch das ist erstmal ein bullisches Zeichen, solange wie das eben sich in der Art und Weise weiter fortsetzt. Und dann schauen wir einfach, was der Preis hier macht über die Zeit. Der Goldpreis, der steigt auch. Na, und von da an, wo wir jetzt hier dieses Abflachen des Open Interest haben, da sehen wir auch, dass hier deutlich weniger Umsätze auf einmal drin sind.
das ist immer ein Warnzeichen, und zwar ein Warnzeichen dafür, dass das hier vielleicht das Ende dieses Aufwärtstrends ist. Und wenn man das Ganze dann, wie ich das hier gemacht habe, noch kombiniert mit einem charttechnischen Widerstandsbereich, denn das ist ein ganz, ganz wichtiges, großes Dreieck, in das der Goldmarkt hier gerade reinläuft, dann findet man häufig gute Punkte, an denen die Bewegung erstmal zu Ende sein könnte. Ja. So eine Frage vom Eduard, ob das Open Interest auch Divergenzen anzeigt. Das ist eine gute Frage. Habe ich ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet. Ja, Divergenzen trade ich ausschließlich über einen RSI-Indikator, hin und wieder mal über einen Momentum-Indikator, aber normalerweise aus dem RSI-Indikator. Wäre aber vielleicht tatsächlich mal eine Idee wert zu schauen, ob eine Divergenz im Open Interest zum Preis auch tatsächlich eine Bewandtnis hat für die nachfolgende Preisbewegung. Ja. Der Thorsten hat quasi zeitgleich das Gleiche hinterher geschrieben. Ja, ob man das auch in Divergenzen messen könnte. Ja, stimmt. Ja, ist vielleicht gar nicht so dumm, sich das anzuschauen. Weil im Prinzip ist es eine ganz ähnliche Betrachtungsweise, ne? Wir haben neue Hochs im Preis und fallende Hochs im Open Interest. Ja, und hier haben wir das Ganze genau umgekehrt. Hier haben wir steigende Hochs im Preis, steigende Tiefs im Preis, fallende Tiefs im Open Interest. Ja, auch das könnte eine Divergenzensituation darstellen, ne? Also werde ich mal schauen, ob man da vielleicht einen Vorteil daraus ziehen kann. Gar nicht so eine dumme Idee. Prinzipiell sieht die Verbindung aus Preis, Volumen und Open Interest, ja, das ist jetzt sehr, sehr plakativ hier, aber prinzipiell sieht das Ganze so aus, dass man sagen kann, wenn der Kurs steigt, also wenn der Preis steigt unter steigendem Volumen und steigendem Open Interest, dann haben wir normalerweise einen starken Markt. Ja, wenn wir einen steigenden Preis haben unter fallendem Open Interest und fallendem Volumen, dann ist das eine Situation, in der der Markt typischerweise schwächer wird. Ja, wo wir also dann auch entsprechend von einem Trendwechsel ausgehen können. Als nächstes, wenn wir einen fallenden Preis haben unter steigendem Volumen und steigendem Open Interest, dann ist der Markt schwach. Das heißt, wahrscheinlich fällt der weiter. Na, das ist das, was wir eben gesagt haben. Na, hier ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass der Preis weiter steigt. Hier ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass der Preis weiter fällt. Ja, wenn wir allerdings einen fallenden Preis haben unter schwachem Volumen und schwächer werdendem Open Interest, dann heißt das häufig, dass der Markt stärker wird und dass dieser Abwärtstrend vielleicht demnächst bald vorbei sein könnte. Ja, das mal so grob in der Listenform quasi zusammengefasst, wie diese Zusammenhänge zwischen Preis, Volumen und Open Interest interpretiert werden können. Um das Ganze mal ein bisschen plastisch zu zeigen, habe ich das hier nochmal in dem Gold-Wochenchart dargestellt. Hier haben wir also ein steigendes Open Interest mit steigendem Volumen bei einem steigenden Preis. Ja, und die Bewegung setzt sich hier dann auch eine ganze Ecke weiter fort. Hier haben wir das Gleiche. Wir kriegen einen steigenden Preis unter einem steigenden Open Interest mit zunehmendem Volumen. Ja, da setzt sich die Bewegung weiter fort. Und hier auf der anderen Seite haben wir das Ganze eben genau umgekehrt. Ja, der Preis fängt hier an zu fallen. Gleichzeitig wird auch das Volumen weniger und das Open Interest nimmt ab. Und dann geht der Preis auch erstmal eine ganze Ecke, nämlich mehrere Monate, abwärts. Ja, und das sind hier wirklich große Bewegungen. Die sind hier zwischen 200 und $300 im Gold. Das ist schon echt viel. Ja, also solche Langfristbetrachtungen, wenn man die hin und wieder mal macht, macht das durchaus Sinn. Und da kann man sich dann auch für sein kurzfristiges Trading einen Vorteil erarbeiten, indem man ein bisschen besser festlegen kann, ob man diesem intakten Trend auf der großen Zeitebene noch weiter folgen sollte oder ob man vielleicht mal Pause machen sollte, bis vielleicht der nächste Widerstandsbereich erreicht ist und wir auch tatsächlich wieder einen Trendwechsel sehen, dass man dann in den neu beginnenden Trend erst wieder reingeht. Ja, also diese Vorteile
für die Richtungssuche im langfristigen Trend, die kann man auch für seine kurzfristigen Intraday-Trades sogar ausnutzen. Na, denn am Ende ist es so, ja, das Erste, was ich immer sage, wenn ich jemanden im Coaching habe, ist, wir traden nur dann, wenn wir einen Vorteil haben. Ja, wenn wir am Markt keinen Vorteil finden, dann sollten wir auch keine Position im Markt haben. Ist relativ einfach. Und dann gehen wir eben die ganzen verschiedenen Möglichkeiten durch, wie man Vorteile erkennen kann. Und jetzt hier im Zusammenhang mit dem Volumen und dem Open Interest sind das eben die Vorteile, die wir da auf der mittelfristigen oder auch auf der langfristigen Zeitebene uns reinziehen können. Ja. Ja, genau. Der Eduard schreibt hier schon direkt, wäre noch interessant, den COT-Report dabei zu haben. Ja, absolut. Ja, also für Märkte, wo es diese COT-Daten gibt, ist das äußerst interessant. Na, und ich komme gerade gestern Abend wieder aus Frankfurt, habe da 3 Tage ein Seminar gegeben und zwar genau über dieses Thema. Na, genau über den Handel von Futures, den Handel von Rohstoffen und Währungen mit Hilfe der COT-Daten. Und da ist Open Interest auch ein Teil, den wir uns damit anschauen. Ist ein hochinteressantes Gebiet, wo man wirklich schöne Vorteile sich rauslesen kann. Okay, hier haben wir das dann noch mal in einer kurzfristigeren Zeiteinheit. Ja, das ist also hier der Tageschart mal vom S&P. Und ups, hier ist das Ganze ganz ähnlich. Ja, schauen wir uns das einmal an. Wir haben hier einen steigenden Trend im Preis mit einem steigenden Open Interest. Und jetzt kommen wir hier irgendwann in den Bereich, wo das Open Interest sich nicht mehr groß ändert und das Volumen nimmt hier schon ab. Na, wir sind von hier an so ein bisschen in so einem fallenden, gleitenden Durchschnitt übers Volumen. Zumindest ist es auch gerade mal nur seitwärts. Wir haben auf jeden Fall kein steigendes Volumen. Ja, wir haben hier ein gleichbleibendes Volumen mit einem Open Interest, was eben nicht mehr weiter zunimmt. Ja, über die gesamte Zeit, wo wir uns hier die Steigung anschauen, nimmt das Open Interest hier von Woche zu Woche zu. Hier bleibt es auf einmal gleich. Dieses gleichbleibende Open Interest ist der erste Warnschuss quasi, dass dieser alte Aufwärtstrend hier mit dieser Range am Ende beendet sein könnte. Ja, und jetzt sehen wir Folgendes. Wir sehen hier den Beginn von fallenden Preisen. Und zwar unter zunehmendem Volumen. Ja, jetzt haben wir gerade gesagt, die Interpretation, die wir da rausziehen können, ist steigendes Volumen mit fallendem Preis, heißt, der Preis fällt weiter. Ja, und genau das ist hier passiert. Ja, jetzt sind wir hier in der Situation, das Volumen hat wieder ein bisschen abgenommen. Im Open Interest sehen wir jetzt nicht allzu viel Veränderung. Müssen wir mal schauen, na, ob wir unter den Bereich hier nochmal drunter gehen oder ob das Level hält. Na, im Moment hält es noch. Wir stehen im Moment 30 Punkte über der 2800-Punkte-Marke. Solange wie das hält, könnten wir im S&P auch mittelfristig wieder nach oben drehen. Sollten wir da deutlich drunter laufen, dann sieht es auch für die nächste Zeit erstmal ein bisschen ungünstig aus für weitere Long-Positionen. So, warum erzähle ich jetzt hier so viel über das Volumen? Wir haben uns ja zum einen angeschaut, die Interpretationsweisen, das, was wir also für die weitere Kursbewegung vielleicht aus dem Volumen und aus dem Open Interest ablesen können. Aber Volumen hat noch einen ganz anderen, für euch am Ende im ersten Moment noch viel wichtigeren Effekt. Nämlich, Trader brauchen Volumen. Ja, und die Höhe des gehandelten Volumens gibt uns einen Aufschluss über die Liquidität eines Marktes. Und es ist prinzipiell so, dass wir als kurzfristige Trader, gerade wenn wir im Futures-Bereich unterwegs sind, eher Märkte handeln sollten, die möglichst liquide sind. Ja, denn das ist ein ganz wichtiger Unterschied zum CFD. Beim CFD ist immer der Broker euer Market Maker. Der Broker ist quasi der Emittent des CFDs. Der nimmt euch eure Position mehr oder weniger zu jedem Preis, der gerade gestellt wird, wieder fair ab. Ja, wenn also der S&P gerade gepreist wird mit 2832 Punkten,
dann kriegt ihr den auch zu 2832 Punkten verkauft, wenn ihr den in der Long-Position im Depot habt. Ja, der Broker nimmt euch den definitiv wieder ab. Das kann beim Future, wenn der sehr illiquide ist, also nur sehr wenig Volumen gehandelt wird, kann das im Future ganz anders aussehen. Ja, da wollt ihr vielleicht zu 2832 verkaufen in irgendeinem Markt. Stellt eure Verkaufsorder rein, die geht ja dann in das sogenannte Orderbuch. Und wenn dieses Orderbuch relativ leer ist und da liegen nur ganz, ganz wenig Orders, die überhaupt für Kauforders hinterlegt sind, dann werdet ihr einfach mit einer Market Order ausgeführt, so wie es Market heißt, nämlich zum nächstbestmöglichen Preis. Und der nächstbestmögliche Preis, der kann sehr viel schlechter sein als der, der gerade angezeigt wird. Ja, und das ist insbesondere bei illiquiden Märkten recht häufig. Ja, das bedeutet, ihr bekommt bei illiquiden Märkten mehr Slippage. Slippage ist immer der Unterschied zwischen dem eigentlich gewollten und dem am Ende bekommenen Ausführungspreis. Ja, und das kann im kurzfristigen Handel, wenn ihr viele Trades innerhalb des Tages macht, kann das am Ende darüber entscheiden, ob ihr Geld verdient oder ob ihr Geld verliert. Ja, je nachdem, wie viel Slippage ihr bekommt. Und je liquider der Markt ist, umso weniger Slippage kriegt er. Beim S&P oder beim Eurostoxx werdet ihr oder beim Bund Future so gut wie keine Slippage kriegen. Ja, bei anderen Märkten sieht es ein bisschen anders aus. Das schauen wir uns auch gleich mal an einem Beispiel. Ich habe hier für die ganzen Eurex-Märkte, für die ganzen Eurex-Futures, die ihr hier bei FX Flat traden könnt, mal von Mitte Mai die gehandelten Volumina rausgezogen. Das ist also quasi das Tagesvolumen, ne, hier so vom 15.05. Ich habe das ein bisschen abgerundet, weil ich nicht überall die ganz genauen Zahlen schreiben wollte. Aber es ist auch nur dafür da, dass ihr ungefähr ein Gefühl dafür kriegt, welcher Markt wie liquide ist. Ja, und da sehen wir, der große DAX mit 25 Euro pro Punkt, bei dem werden am Tag so ungefähr 100.000 Kontrakte gehandelt. Beim Mini-DAX werden nur 40.000 gehandelt. Das heißt, der Mini-DAX ist etwas illiquider als der DAX. Ja, aber ich handle recht viel mit dem Mini-DAX auch und ich kann also sagen, das ist kein so großer Unterschied. Na, am Ende ist es auch immer wichtig, wie diese einzelnen Dinger gepreist werden. Der DAX Future, der wird auf einen halben Punkt gepreist. Da liegen also auf jedem Punkt zwei verschiedene Orderpreise. Ne? Wir haben also meinetwegen, ja, wenn wir jetzt bei 12.040 Punkten stehen, dann gibt es Orders bei 12.040 und es gibt Orders bei 12.040,5. Diese Komma 5er Stellen, die fallen beim Mini DAX Future weg. Der wird nur auf ganze Punkte gepreist. Und der Effekt, der dadurch entsteht, ist, dass wir pro Preis eigentlich mehr Limit Orders haben, als wir sie hätten, wenn wir auf einen halben Punkt gepreist werden würden. Und von daher sind die Ausführungen vom Mini DAX und vom DAX recht ähnlich. Also man bekommt im Mini DAX nicht viel mehr Slippage als im DAX. Ganz anders sieht es aus im MDAX oder im Tech DAX. Ja, und deswegen habe ich das hier rausgezogen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass ein Trader, der wenig Erfahrung hat im Future-Bereich, dann ganz blauäugig auch mal versucht, einen MDAX oder einen TecDAX zu handeln, weil es ja auch interessante Märkte sind. Ja, es sind durchaus interessante Märkte zu traden, insbesondere in MDAX. Ja, macht sich ganz, ganz toll. Und langfristig ist es auch super, einen TecDAX zu handeln, weil der eine mega Performance macht. Aber für einen kurzfristigen Trader ist das nicht handelbar. Mit 200 Kontrakten oder 300 Kontrakten am Tag können wir nichts anfangen. Ja, da gibt es so schlechte Ausführungen, da wird man am Ende kurzfristig niemals Geld verdienen. Ganz anders sieht es aus im Bund Future. Ups, ja, der Bund Future hier mit 640.000 Kontrakten am Tag, das ist schon echt eine Hausnummer. Und ähnlich gut sieht es aus hier im Eurostoxx. Ja, 910.000 Kontrakte. Also fast 1 Million Kontrakte, die hier innerhalb eines Tages umgesetzt werden. Da gibt es keine Slippage. Ja, und das ist also dann ein Markt, der deutlich besser zu handeln ist als ein MDAX oder ein TecDAX. Ja. Und dann auch ganz wichtig, die Unterscheidung hier zwischen dem Eurostoxx 50 und dem Stoxx Europe 50 Future. Der Stoxx Europe, der ist hier auch absichtlich von mir rot unterlegt, weil der hat auch nur 1000 Kontrakte am Tag, der ist nicht handelbar. Ja, also ihr solltet auf jeden Fall diese zwei Märkte und diesen Markt hier,
direkt aus eurer Handelsliste streichen. Die braucht ihr euch gar nicht aufrufen im MT5. Die sind kurzfristig nicht handelbar. Ja. Im Anleihenbereich könnt ihr handeln, was ihr wollt hier. Das ist alles gut. Da habt ihr wenig Probleme. So. Jetzt kommt hier gerade eine Frage rein, wie hoch denn das durchschnittliche Handelsvolumen vom S&P ist im Tagesschart, also wie viel Volumen im Schnitt im S&P umgesetzt werden. Da haben wir im großen S&P so auch zwischen 1 und 2 Millionen Kontrakte. Ja, also sehr, sehr viel, was da umgesetzt wird, noch mehr als im Eurostoxx. Im Mikro-S&P ist es ein bisschen weniger, aber auch der ist noch super liquide. Da sind es zwischen 150 und 300.000 Kontrakte, die wir da am Tag umsetzen. Na, und der ist wahrscheinlich auch für viele interessant, den zu handeln, weil der im Prinzip genauso klein ist wie ein CFD. Ja, da gucken wir auch gleich nochmal drauf auf die Vergleiche zwischen dem klassischen Future und dem neuen Mikro-Futures, weil das wirklich eine tolle Erweiterung ist von der CME für private Händler. Ja, finde ich ganz, ganz super, dass das jetzt handelbar ist. So, schauen wir mal kurz rein in den Bereich Marge und Leverage. Also im Gegensatz zu den Transaktionen im Basiswert, das heißt, wenn ihr eine Aktie kauft, ja, dann müsst ihr alles hinterlegen, was die Aktie kostet. Wenn die wie eine Amazon bei 1.900 Dollar steht, dann kostet eine Aktie 1.900 Dollar. Ja, sei denn, man handelt den CFD, dann kostet die 190 Dollar Margin und dann sind wir eben bei einem 1 zu 10 Hebel. Und teilweise gibt es auch nur noch 1 zu 5er Hebel. Ich glaube, auf den Einzelaktien ist sogar nur noch 1 zu 5. Und dann müsstet ihr eben 380 Dollar hinterlegen für eine Aktie, die 1.900 Dollar kostet. Aber bei einem Basismarkt an sich müsst ihr komplett das, was ihr bewegt am Markt, müsst ihr hinterlegen. Das ist eben beim Future anders. Beim Future ist es so ein bisschen wie beim CFD. Ihr habt eine Margin, die ihr hinterlegen müsst. Ja, und das startet eben mit dieser Initial Margin. Das ist das, was also einmal auf dem Konto überhaupt drauf sein muss, damit ihr in dem Markt eine Order in den Markt legen könnt. Gucken wir uns gleich alles mal ein bisschen an. Auf der anderen Seite ist es aber so, Gewinne und Verluste, die aufgrund von Preisänderungen entstehen, werden auf die volle Positionsgröße berechnet. Ja, und dadurch entsteht der Hebel. Ihr macht euren Profit and Loss aufgrund der gesamten Positionsveränderung, müsst aber eben nur einen ganz kleinen Teil hinterlegen und dadurch entsteht der sogenannte Hebel. Ich will das mal kurz zeigen. Ich habe hier mal die Beispiele, die Futures, die eben aus der Eurex hier sind, und habe auch den Mikro-S&P hier schon mal mit reingenommen. Einmal dargestellt. Die für euch wichtigen Bereiche sind immer einmal die Tickgröße. Ja, die Tickgröße gibt also quasi an, was die kleinstmögliche Veränderung des Futures ist zwischen zwei Preisstellungen, was also die kleinstmögliche Veränderung ist. Und da sehe ich gerade, die habe ich hier, doch passt alles. Ja, Mikro S&P ist ein Viertelpunkt, Mini DAX ist ein Punkt, der große DAX ist ein halber Punkt, ja, Eurostoxx wird auf einen Punkt gerechnet, Bund Future 0,01 ist die kleinste Veränderung. Ja, das ist das Erste. Es ist für euch immer wichtig, was ist der kleinstmögliche Tick, weil der eben nicht genormt ist, der ist nicht überall gleich, seht ihr ja schon. Das Zweite, was für euch wichtig ist, ist der Tickwert. Ja, einfach um zu wissen, wenn sich der DAX jetzt zum Beispiel einen Punkt bewegt, ja, was bedeutet das für eure Position? Also wenn der Mini-DAX sich hier um einen Punkt bewegt, dann sind das 5 Punkte Veränderung, 5 € Veränderung in eurer Profit und Loss pro Kontrakt. Ja. Und dafür müsst ihr 500 € hinterlegen innerhalb des Tages. Das ist die Intraday-Margin, die sogenannte Intraday-Margin. Auch das ist wichtig. Es gibt also im Future zwei verschiedene Margins. Es gibt eine Intraday und eine Overnight Margin. Und die Intraday ist tatsächlich das, was hinterlegt wird, wenn ihr bis zum Schluss des Marktes aus der Position auch wieder raus seid. Also im DAX muss dann diese Position bis 22 Uhr geschlossen sein. Ansonsten wird diese Intraday Margin umgewandelt in die Overnight und die Overnight ist bei den Eurex-Produkten 10-fach.
Das heißt, für jeden Mini-DAX-Future, den ihr über Nacht offen halten wollt, müsst ihr 5.000 Euro hinterlegen. Für jeden Euro-Stocks-Future, den ihr über Nacht offen lassen wollt, müsst ihr 2.500 Euro hinterlegen. Ist aber für einen Daytrader völlig egal, denn für einen Daytrader zählt eben nur diese Intraday-Margin. Ja, und da erkennt man normalerweise auch schon an der Größe der Margin, wie gefährlich oder wie riskant so ein einzelner Kontrakt ist. Ja, und da sieht man sofort, der schwerste, teuerste Kontrakt ist der große DAX mit 2.500 Euro Margin. Der kleine hat deutlich weniger Margin. Und wenn wir uns jetzt hier mal noch ein Mikro S&P anschauen, da haben wir eine Margin von 40 Dollar pro Kontrakt. Und der hat eben auch nur einen Punktwert von 5 Dollar, also einen Tickwert von 1,25. Gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Aber wie errechnet sich jetzt der Hebel? Ja, wenn wir uns den Mini-DAX anschauen als Vergleich, dann nehmen wir zum Beispiel mal einen aktuellen Punktwert von 12.000 Punkten an im DAX. Dann haben wir ja gerade gesagt, wir haben einen Punktwert und hier eben auch einen Tickwert, ja, weil es nur ein Punkt ist, von 5 Euro. Und das ergibt den Wert eines Mini-DAX-Future bei 60.000 Euro. Das heißt, wenn ihr einen Mini-DAX-Future tradet, dann bewegt ihr 60.000 Euro im Markt. Ja, gehen wir mal hier auf die Hebel. Oh, das ist falsch. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte auf die Hebelberechnung und die haben wir hier. Also Hebelberechnung des Mini-DAX-Future. Die Höhe des Hebels hängt immer ab von Kontraktgröße, Kontraktwert bei Einstieg und Marginhöhe. Also schauen wir uns das kurz an. Der Wert eines Mini-DAX-Futures, ja, wohlgemerkt, das ist immer der Mini-DAX, mit dem wir hier rechnen, haben wir gerade gesagt, bei 12.000 Punkten 60.000 Euro. Die Intraday-Margin haben wir uns auch gerade angeschaut. Die liegt bei 500 Euro bei FX Flat. Das ist relativ wenig. Ja? Das ist also sehr konkurrenzfähig, was FX Flat hier aufgebaut hat. Das ist eine ziemlich geringe Margin, die ihr da nur hinterlegen müsst für den Mini-DAX. Und dadurch ist das Ganze eben inzwischen auch für kleine Konten sehr, sehr interessant geworden. Und meiner Meinung nach eine viel professionellere Alternative zum CFD. Ja, und der Hebel, den wir hiermit haben, der Hebel ist immer das, was wir am Markt bewegen, im Verhältnis zu dem, was wir als Margin hinterlegen müssen. Das heißt, ihr könnt beim Mini-DAX Future hier einen 120er Hebel fahren. Ja, das ist schon ordentlich. Aber der unterliegt eben nicht diesen neuen ESMA-Regulierungen, weil es ein Future ist. Die Overnight Margin, hatten wir schon gesagt, liegt eben zehnfach, also bei 5.000 Euro. Also habt ihr selbst bei der Overnight Margin immer noch einen Hebel von 12. Ja, ihr habt hier immer noch einen 12er Hebel auf euren Future Overnight. Und dazu kommt eben jetzt noch, auch wenn ihr Swing Trades mal aufbaut, das könnt ihr ja auch in noch kleineren Märkten machen, wie den neuen Micro Futures am US-Markt oder auch im Euro Stocks, der ist noch ein bisschen kleiner. Da habt ihr also die Möglichkeit, auch Positionen über Nacht zu halten, ohne dafür Swap-Gebühren zu bezahlen. Also eine Overnight-Position im Future kostet keine Gebühren. Ihr müsst eben einfach nur eine höhere Margin hinterlegen, weil einfach das Risiko über Nacht etwas größer ist als innerhalb des Tages. Haben wir das Gleiche nochmal für ein Eurostox-Future. Ja, Eurostox bei 3.400 Punkten, der hat einen Punktwert von 10 Euro, ist also ein Kontraktwert von 34.000 Euro. Der ist also ungefähr halb so groß nochmal wie der kleine DAX. Ja. Und deswegen, weil der nur halb so groß ist, kostet der auch nur die Hälfte an Margin. Also ihr müsst nur die Hälfte an Margin hinterlegen zum Mini-DAX, nämlich 250 Euro. Und aus dem Wert eines Kontraktes im Verhältnis zur hinterlegten Margin ergibt sich hier sogar noch ein Hebel von 136. Also das ist schon ordentlich, was ihr hier am Future-Markt an Hebeln bekommen könnt. Ja. Kurzes Beispiel nochmal, wie das Ganze aussieht. Nehmen wir an, ihr handelt mit einem 20.000 Euro Konto und kauft jetzt einen Kontrakt auf den Mini-DAX beim DAX-Stand von 12.000 Punkten. Dann ist euer Kontostand vor Kauf 20.000 Euro.
Die Margin von 500 Euro wird geblockt in dem Moment, wo ihr die Position eröffnet. Und dann sieht das Ganze also so aus. Ihr habt eine Margin von 500 Euro und ein freies Kapital natürlich nach Kauf von 9.000, von 19.500 Euro. Ja, das ist die Situation direkt nach Kauf. Die Handelsposition oder der Positionswert ist also 60.000 Euro. Wir haben schon gesagt, Gewinn und Verlust wird vom Positionswert berechnet. Steigt also der Mini-DAX um 1% auf 12.120 Punkte, dann ist der neue Positionswert 12.120 Punkte mal 5 Euro, entspricht 60.600 Euro. Der Gewinn sind also 600 Euro und damit ist der neue Kontostand 20.600. Ja. Bei noch geöffneter Position ist das euer Gesamtkontostand. Ja, da ist dann aber der Gewinn eben noch mit eingerechnet. Die Margin, die liegt immer noch bei 500 Euro. Ihr habt also zu dem Zeitpunkt ein freies Kapital von 20.100. Ja. So sieht das Ganze im Future aus. So, schauen wir uns kurz an, was für Futures überhaupt handelbar sind. Wir haben es uns ja gerade schon mal ein bisschen angeschaut. Das sind zum einen die ganzen viel getradeten Kontrakte der Eurex und zum anderen ist ja jetzt ganz neu die Kontrakte der CME Group. Na, das ist super. Ja, das ist ganz toll, was es jetzt hier für ein Trading-Angebot gibt für Indizes und eben auch ein bisschen für Anleihen. Und dann haben wir auch ja so ein paar Dinge wie Mikrogold und so ist ja auch noch mit drin. Also man hat jetzt schon ein sehr, sehr großes Spektrum, was man hier an Futures traden kann. Da ist im Prinzip alles das, was die meisten professionellen Vollzeit-Trader im Future handeln, ist jetzt hier schon abzubilden. Ganz wichtig, wenn ihr mit dem Future tradet, weil es ist im MT5 auch so angegeben. Ja, ich bin hier zum Beispiel jetzt gerade mal auf dem Nasdaq Future und da haben wir hier das ist also der große Nasdaq Future, NQM 19. NQ steht für Nasdaq, M19 steht für die 19, klar für 2019 und das M steht für Juni. Ja, dass daher die hier diese Liste, die gehen von F, G, H, J, K, M, N, Q, U, V, X, Z. Keine Ahnung, warum das so ist, aber das sind die Kürzel, die Monatskürzel für die Futures. Und das ist für euch eben wichtig, weil ihr in dem Moment, wo so ein Future ausgelaufen ist, müsst ihr das Ganze dann umstellen auf die nächste Laufzeit. Die kriegt ihr dann hier im Symbol schon automatisch angezeigt in dieser Symbolliste. Ihr müsst dann aber noch einmal die Charts entsprechend anpassen. Ja, also so ein Future hat immer eine bestimmte Laufzeit und das ist für euch eben wichtig zu wissen, welche Laufzeit gerade aktuell ist. Ja, ich habe hier für mich so ein paar Profile hinterlegt. Da habe ich hier zum Beispiel auch den Mini-DAX drauf. Ja, und auch im Mini-DAX sehen wir, FDXM ist das Kürzel für den Mini-DAX. M steht für Juni, 19 eben für das Jahr. Ja, so sieht das Ganze aus. Und hier haben wir auch, oh, die Beate schreibt, das wird automatisch gerollt. Na, ich musste vorhin Nein, den das ist nicht richtig. Volatility, das wird nicht automatisch gerollt, ne? Nein, beim Future nicht. Bei den CFDs, wenn man jetzt CFDs hat, zum Beispiel beim Bund, dann wird das bei uns automatisch gerollt, aber nur im CFD. Bei Futures haben Genau. wir jetzt zurzeit auch gerade einen Fall bei Gold. Da ist der neue Kontrakt jetzt auch drin und der alte ist jetzt nur noch auf Close Only. Okay, das ist ja, so ist es sauber. Ne? Das hatte ich nämlich vorhin auch im VSXX, also im Volatility Future. Da war noch der Chart vom alten Kontrakt drin. Da wird dann nichts mehr angezeigt und dann muss man sich den neuen reinziehen und dann passt das alles wieder. Ja. Okay, also Futures, da hat man ein bisschen mehr Eigenverantwortung. Futures müssen selbst umgestellt werden. Und daher hier eben mal kurz die Auflistung, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl kriegt und wisst, was sind die einzelnen Kontrakte da. So, dann haben wir ein paar Märkte, da möchte ich noch mal kurz einen Blick drauf werfen. Das ist zum einen der Mini-DAX Future, der hat Börsenhandelszeiten wohlgemerkt von 2 Uhr bis 22 Uhr inzwischen. Der wird also sehr lange gehandelt. Bei FX Flat ist es momentan noch ab 8 Uhr, weil da eben erst das große Volumen drin ist.
Ich denke, das wird sich im Laufe der Zeit wahrscheinlich auch noch mal anpassen, wenn entsprechendes Volumen auf den Kontrakten drauf ist, die dann auch bei FX Flat umgesetzt werden. Momentan startet der Handel um 8, ist aber normalerweise für einen Intraday-Trader auch völlig ausreichend. Das war bis vor 2 Monaten, 3 Monaten, haben die prinzipiell auch an der Börse erst um 8 angefangen. Wir haben einen Punktwert von 5 Euro, auch einen Tickwert, weil wir eben nur einen Punkt Änderung haben. Und das Ganze wird eben immer so berechnet, wenn der Kurs von 12.100 auf 12.105 steigt und wir haben eine Long-Position, dann bedeutet das einen Buchgewinn von 25 Euro pro Kontrakt. Ja, wird gerechnet, 5 Punkte mal 5 Euro sind 25 Euro. Ja, relativ einfach. Und jetzt habe ich ja gerade gesagt, das wird bei FX Flat wird das Produkt gehandelt zwischen 8 und 22 Uhr. Und jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen, denn ihr habt im MT5 normalerweise die London-Zeit drin. Wenn ihr also hier reingeht in die Kontraktspezifikationen, dann steht hier drin, das Ding wird gehandelt von 9 Uhr bis 23 Uhr, aber das ist natürlich London-Zeit. Ja, also es wird gehandelt von 8 Uhr bis 22 Uhr. Hier findet ihr auch immer noch mal für die einzelnen Werte die wichtigen Dinge wie Margin, Tickwert, Tickgröße. Ja, das ist hier ganz, ganz praktisch gemacht, wenn man also in der Plattform ist und geht hier. Ja, hier sind wir in der Plattform. Wenn wir uns jetzt hier anschauen, FDAX M, dann finden wir das hier unter Spezifikationen, also ein Rechtsklick auf das Symbol Spezifikationen und da haben wir diese komplette Liste. Da stehen also alle Informationen drin, die ihr für den Handel dieses Futures braucht. Ja, ist wichtig, gerade am Anfang, wenn ihr diese Dinger das erste Mal tradet, dass ihr da einmal kurz reinschaut, was sind denn überhaupt die Spezifikationen zu dem Produkt. Zu den Handelszeiten. Ganz kurz, Haupthandelszeit ist immer da, wo viel Volumen reinkommt. Das ist also im DAX hier ab 9 Uhr bis zum Mittagsmarkt als erstes. Und dann haben wir nachmittags nochmal eine Zeit, wo der US-Markt dann auch sehr aktiv ist, so ab 14:30 Uhr bis ungefähr 18 Uhr, 18:30 Uhr. Da haben wir das hohe Volumen im DAX. In den Zeiten dazwischen ist es eher müde vom Umsatz her und meistens ist es dann auch eher müde von der Bewegung her. Ja, das sehen wir hier, die großen Moves, die große Bewegung, die haben wir am Markt zwischen diesen Haupthandelszeiten oder in den Haupthandelszeiten. Eurostoxx haben wir ganz ähnliche Geschichte, Punktwert 10 Euro, Tickwert 10 Euro, wird ganz genauso gerechnet. Ja, 10 Punkte Bewegung im Kontrakt sind 100 Euro Bewegung auf dem Konto pro Kontrakt. Ja, auch hier Handelszeiten quasi identisch zum DAX. Einmal früh bis zum Mittagsmarkt und einmal nachmittags. Dann haben wir den Bund Future. Bund Future klingt erstmal groß, dass der einen Punktwert hat von 1000 Euro, aber der bewegt sich auch niemals einen Punkt am Tag. Ja, das sind immer nur Ticks, die der sich bewegt. Hat einen Tickwert von 10 Euro. Wird alles ganz genauso gerechnet. Wie gesagt, ihr findet diese Tickwerte und die Tickgrößen, die findet ihr in der Beschreibung der Futures. Und dann kriegt ihr ganz schnell ein Gefühl, wie man das Ganze errechnet. Auch hier Haupthandelszeiten identisch zu den Haupthandelszeiten der übrigen europäischen Futures. Ja. Diese Liste ist ganz, ganz wichtig. Da hat der Nelson ja auch den Link, glaube ich, schon in den Chat geschrieben, wo ihr das Ganze findet. Also hier habt ihr auch immer noch eine ganz saubere Übersicht auf der Seite von FX Flat über die einzelnen Kontrakte. Wohlgemerkt, das, was wir uns eben angeschaut haben, ja, bitte, bitte MDAX, TecDAX nicht traden. Ja, es ist einfach zu wenig Volumen. Ihr habt genug andere tolle Handelsmärkte hier wie den Mini-DAX, den Bund, den Eurostoxx und halt die ganzen Mikros aus dem US-Markt, die könnt ihr eben super traden. Mikros aus dem US-Markt, prinzipiell Faktor 10 kleiner als die Minis. Ja. Der Standard S&P Mini-Future hat einen Punktwert von 50 Dollar und entsprechend, weil er auf 4 Ticks gepreist wird, einen Tickwert von 12,50 Dollar macht. Bei einer normalen Bewegung, die so innerhalb
von einer Stunde vielleicht stattfindet momentan im S&P, haben wir hier so 5,5 Punkte Bewegung, macht das schon $275 pro Kontrakt aus. Das heißt, das Ding ist doch ein bisschen größer, als das so ein typischer Future ist. Da braucht man schon ein etwas größeres Konto, um das zu handeln. Ja. Ihr habt jetzt eben neuerdings die Möglichkeit, das Ganze in Mikro-Futures zu traden. Die sind super liquide, die lassen sich toll handeln. Und da habe ich jetzt einfach mal als Beispiel hier genommen den S&P Mikro. Und der hat genau ein Zehntel, ja, von $5 Punktwert und $1,25 Tickwert. Und da haben wir bei dem gleichen Trade, den wir dann eben im Mikro aufbauen, keine $275 mehr an Profit- und Loss-Bewegung bei 5,5 Punkten, sondern nur noch $27,50. Und da seht ihr schon, na, im Moment S&P durchschnittliche Handelsspanne am Tag, die liegt so bei knapp 40 Punkten. Na, und das sind also so $200 Bewegung im Mikrofuture. Vom Hoch zum Tief im Markt. Ja, und 40 Punkte ist schon viel im S&P. Das ist ein sehr volatiler Markt im Moment. Und da habt ihr so eine Bewegung von $200 pro Kontrakt. Das heißt, das ist tatsächlich ein Future, der sich auch mit einem sehr kleinen Konto hervorragend handeln lässt. Genauso ist es hier mit den Handelszeiten. Seht ihr relativ gut, na, wenn ihr euch einmal das Volumen mit einblendet. Ja, das Volumen kriegt ihr also hier auch, na, als Indikator. Ja, das findet ihr unter Einfügen, Indikatoren, Volumen. Ja, hier habt ihr das mit drin unter Volumes. Dann wird das so dargestellt. Bei den meisten wahrscheinlich irgendwie rot und grün. Ja, bei mir ist irgendwie immer, ich stehe auf blau und grün, keine Ahnung warum. Aber ich stelle meine Farben normalerweise so ein. Und dann kriegt ihr auch ein gutes Gefühl, ja, wann Märkte liquide sind und wann nicht, wann ihr das gut handeln könnt. Ja, ich habe hier nochmal so eine Übersichtsseite gemacht. Und zwar hier mit dem Overview der Volumina. Na, und da kann man sich mal sehr schön anschauen, ja, wie die einzelnen Märkte hier aussehen. Das ist ein Stundenchart wohlgemerkt. Das sind so die ganzen verschiedenen Eurex-Produkte hier im Stundenchart. Und wenn wir uns jetzt mal hier den MDAX anschauen oder auch den TecDAX hier, ja, da seht ihr, ihr kriegt hier überhaupt keine vernünftigen Stundenkerzen. Das sind meistens nur Striche hier. Das hängt einfach damit zusammen, dass hier kein Umsatz stattfindet. Na, wir haben im TecDAX hier ja, die Anzeige oben für das Volumen, die steht bei 34 Kontrakte in der Stunde. Na, hier oben im Eurostoxx haben wir 3.940 Kontrakte oben. Na, also da achtet bitte, bitte, bitte drauf, was ihr da für Märkte handelt. Ansonsten verbrennt ihr da ganz schnell ganz viel Geld und das muss einfach nicht sein. Ja, bei allen anderen Mikro-Futures an der CME ist es genauso. Also der große Nasdaq, der normale Mini-Future, der liegt bei $20 pro Punkt. Und der Mikro-Future, der liegt bei $2 pro Punkt. Ja, also genau ein Zehntel des Futures. Auch da findet ihr nochmal so eine komplette Auflistung. Ja, ich habe hier auch nochmal den Link drauf. Na, und hier findet ihr also auch nochmal eine komplette Auflistung, was ihr hier traden könnt. E-Minis und die E-Mikros. Und im Übrigen auch der E-Mikro Gold, ja, ist ganz, ganz hervorragend handelbar. Der hat ein wirklich gutes Volumen. Das ist einer der wenigen Mikros, die sogar mehr Volumen haben als der Mini. Na, also der Mikro lässt sich sogar besser handeln als der Mini. Aber ansonsten auch diese vier anderen hier auf die Indizes, auf den S&P, den Nasdaq, den Dow und sogar auf den Russell 2000, die lassen sich gut handeln, weil die alle ausreichend Volumen haben. Also Futures Trading ist seit ein paar Wochen nichts mehr nur für große Konten. Futures kann man auch sehr, sehr gut inzwischen mit kleinen Konten handeln. Okay. Ja, zum MetaTrader 5. Wir haben uns hier ja die grundlegenden Sachen jetzt schon so ein bisschen angeschaut. Ich habe es halt immer so, dass ich hier so eine Symbolliste habe. Die benutze ich dafür, um zu schauen, wie denn die aktuelle Preisstellung hier ist. Ich habe hier noch den Spotmarkt US 500 und auch den DE30 Mini drin. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das ist eben das, was bei Futures auch wichtig ist, wenn wir uns das hier nochmal anschauen. Ich gehe nochmal auf den Mini DAX.
Das hier unten rechts, das ist der Tagesschart, ja. Und das ist hier alles, was wir an Tagesdaten bekommen für diesen Kontrakt. Der fängt wirklich erst hier Mitte März an, weil er erst ab Mitte März liquide ist, erst ab Mitte März hier gehandelt worden ist. Und wenn man jetzt Chart-Level-Unterstützungen oder Widerstände raussuchen will aus einer höheren Zeiteinheit, dann macht man das eben am Spotmarkt, ja. Können wir hier mal kurz ein neues aufmachen. Da gehe ich mal schnell in meine Vorlagen hier. Zack. Ja, jetzt können wir das Ganze hier mal vergleichen. So, gehen wir einmal in den Tagesschart. Ja, und jetzt kriegen wir hier die langfristige Bewegung angezeigt. Das, was der DAX also sich in den letzten Monaten oder auch in den letzten Jahren bewegt hat. Na, dann können wir hier relativ gut nach Unterstützung und Widerständen suchen. Na, dann sehen wir hier oben, Ende 18 waren wir schon mal in diesem Bereich, wo wir jetzt sind. Das ist also ein hartes Widerstandslevel. Das sieht man eben nicht, wenn man hier nur auf den Future-Chart schaut. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr euch auch immer noch mal die normalen Spotmärkte dazu anschaut. Um zu sehen, an welchen Leveln könnt ihr hier mit Bewegung rechnen. Ja. Das ist dann zum Beispiel sowas wie hier, ne, diese Tiefs, diese zwei Tiefs, die hier im Markt sind, das hier und das hier, na, die kommen nicht von ungefähr, sondern wir haben hier ein altes Hoch, wir haben da ein altes Hoch, wir haben in dem Bereich hier ein altes Tief. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Level. Ne? Aber das erkennt man eben nicht, wenn man an der Stelle hier nur diese paar Tage Kurshistorie hat, dann sieht man das nicht und dann ist man hier vielleicht short, ne, steigt hier irgendwo short ein, obwohl es ein absolut wichtiges Unterstützungslevel ist und der Markt danach ja auch erstmal hier noch die nächsten Tage den Raketenmodus hat und nochmal deutlich zugewinnt. Und das ist eben schade, wenn man falsche Trades aufbaut oder wenn man eine falsche Erwartung hat für den nächsten Kursverlauf, nur weil einem die Historie fehlt. Und deswegen bei den Märkten, die ihr hauptsächlich handelt, schaut euch da auch immer noch parallel den CFD dazu an. Dafür habt ihr ja so eine tolle Plattform jetzt hier, auf der ihr CFDs und Futures parallel handeln könnt. Ja, das kommt ja nicht von ungefähr. Also nutzt die Möglichkeiten aus, die ihr hier habt. Und dann seid ihr da eigentlich auf einer ganz guten Seite und könnt da ganz gut Gas geben. Ihr findet diese ganzen Dinger hier in unter Symbole, ja, unter Symbole. Und zwar sind, wenn ihr freigeschaltet seid, ihr müsst euch wohlgemerkt sowohl für die Eurex als auch für die CME separat freischalten lassen bei FX Flat. Wenn ihr freigeschaltet seid, dann findet ihr hier die ganzen Listen der Produkte, die ihr handeln könnt. Ja, also wir können hier Öl handeln, wir können Gold handeln, wir können die Indizes handeln, wir können die Anleihen handeln, die europäischen oder die deutschen hier und halt die ganzen Indizes, die hier angeboten werden. Ja, und hier findet ihr die entsprechenden Listen, dann holt ihr euch das in die Marktübersicht rein und dann habt ihr ein schönes Trading Setup, wo ihr mit CFDs und Futures parallel arbeiten könnt und das ist schon echt eine tolle Sache und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, es ist, wenn ich das so sagen darf, teilweise echt Pain in the Ass, bei einem US-Broker ein Future-Konto aufzumachen und von daher nutzt die Möglichkeit, ihr habt hier einen deutschen Broker, bei dem das sehr, sehr einfach ist, Konten zu eröffnen. Nutzt die Möglichkeiten, die ihr da habt. Probiert euch ein bisschen im Future-Handel. Ich kann das einfach nur empfehlen. Ja. Ja. Gebühren sind super fair. Eurex-Produkte, da sind wir, glaube ich, bei einem Euro 90. Für die Mikro-Futures, da zahlt ihr 1 Euro pro Geschäft, pro Kontrakt. Also auch das ist absolut in Ordnung. Ja. Ja, und viel mehr habe ich jetzt auch gar nicht mehr zu sagen. Das war im Prinzip alles, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, ihr seid nach den zwei Terminen jetzt halbwegs vernünftig vorbereitet auf den Future-Handel, habt ein bisschen verstanden, was ein Future ist, wie das so funktioniert, wie das mit dem Volumen da aussieht, wie man das ganze Zeug verwendet. Und ansonsten die grundlegenden Trading-Regeln und die grundlegenden Trading-Setups,
die sind im Future nicht anders als das, was ihr bisher im CFD gemacht habt. Ja, ich möchte euch einfach nur ein bisschen die Angst vor dem Future nehmen, weil man ja immer sagt, ah, Future ist Königsklasse und da muss man ja schon halber Millionär sein, um damit vernünftig arbeiten zu können. Das ist eben nicht mehr so. Ja, es gibt inzwischen, ich nenne es ganz gerne, den Future für den kleinen Mann, der eben nicht irgendwo im institutionellen Bereich die Hunderttausende hin und her schiebt, sondern der sein normales, durchschnittliches Trading-Konto gerne handeln möchte. Und das könnt ihr jetzt eben professionell darstellen, professionell abbilden. Und ich gebe euch den Rat, macht das, probiert das aus, ihr könnt die Risiken da gut managen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg beim Trading. Ja, vielen, vielen Dank, Martin. Super Reihe, sehr informativ. Du hast alles erwähnt, was man jetzt für den Einstieg wissen sollte. Also vielen Dank. Die Aufzeichnung kommt selbstverständlich so schnell wie möglich online, sodass ihr alles nochmal nacharbeiten könnt. Der erste Teil ist ja auch schon online. Und ja, ich bedanke mich natürlich auch bei den Teilnehmern. Hier waren ja auch noch ein paar Fragen bezüglich Spread, Börsengebühren etc. Ich habe Ihnen alle Links oder alle informativen und wichtigen Links habe ich Ihnen in den Chat kopiert. Genau, 580 Roundturn, richtig. Also Spread ist selbstverständlich der an der Börse gehandelt wird. Also sind es keine Daten oder Konditionen, die FX Flat stellt, denn Sie handeln hier direkt wirklich an der Börse. Das hat Martin ja bereits alles erklärt. Na, man muss Und das halt auch einfach ein bisschen ins Verhältnis setzen. Na, das ist ja am Ende so, dass diese 580, die jetzt da anfallen auf den Mini-S&P, die sind natürlich ein bisschen höher. Der Mini-S&P hat aber auch einen Punktwert von 50 Dollar und damit also einen Tickwert von 12,50 Dollar. Und jetzt seid ihr auf einmal in der Situation, ihr macht einen Trade auf den S&P, der kostet euch effektiv all in 5,80 €. Ihr verdient aber, wenn ihr nur einen einzigen Tick im Gewinn seid, verdient ihr ja schon 10 €. Ja, und dann, das ist, also der Future ist so ziemlich das einzige Produkt, wo ihr mit einem Tick Profit schon abzüglich Gebühren einen Gewinn auf dem Konto habt. Ja, und von daher ist das im Prinzip für einen vernünftigen Händler ist das vernachlässigbar. ja, vielen Das Dank für die Ergänzung. Nee, super. wollte ich nur mal erwähnen. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Genau richtig gesagt. Genau. Also wenn Sie weitere Fragen haben, kommen Sie natürlich gerne auf uns zu. Der Martin hat es auch gesagt. Sie brauchen eine Freischaltung, wenn Sie gerne Futures handeln möchten. Wenn Sie bei uns Kunden sind und haben aber ein MetaTrader 4 Konto, darüber geht es leider nicht. Es ist einfach von der Struktur nicht machbar. Sie können aber gerne natürlich ein zusätzliches MetaTrader 5 bei uns eröffnen. Gut, dann wünsche ich Ihnen natürlich noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Dabeisein, dass Sie interessiert waren und Martin auch zugehört haben. Hat mich sehr gefreut und Martin auch nochmal vielen, vielen Dank und noch eine schöne und erfolgreiche Trading-Woche und hoffentlich bis bald. Vielen Dank. Tschüss zusammen. Danke, tschüss.